one more. Herzlich willkommen zum Videoguide mit For the Horde und Alvatar. Mein Name ist Tyrannia und heute geht es um den zweiten Schergen von Professor Putrescite und zwar um den Boss Festergut. Die Aufstellung ist relativ einfach. Alle Melees und einige Heiler, die für die Tanks verantwortlich sind, stehen direkt am Boss. Die Range-Klassen verteilen sich im Halbkreis um den Boss und halten bitte mindestens 6 Meter Abstand zum Nebenmann. Nun zuerst aber zu den Basics des Encounters. Bei Kampfbeginn wird der Raum mit einer gasförmigen Seuche geflutet, die auf euch mit 4K Schaden tickt. Festergut wird nun in regelmäßigen Abständen 3-mal einatmen und pro Atemzug etwas Gas aus dem Raum entziehen. Hierfür verursacht er jeweils 30, 60 oder 90% mehr Schaden. Dies ist wichtig für die Tanks zu wissen, denn beim 3. Mal einatmen solltet ihr definitiv Cooldowns ziehen, ansonsten werdet ihr relativ schnell zum One-Hit. Ebenso sei an dieser Stelle für euch Tanks kurz erklärt, worauf ihr noch achten müsst. Festergut verpasst euch den Debuff Magenblähung. Jedes Mal, wenn ihr einen Debuff bekommt, erhaltet ihr 10.000 Schaden und bei 10 Stacks würdet ihr für 30.000 Schaden explodieren und instant sterben. Das wollen wir natürlich vermeiden und so könnt ihr euch vorstellen, dass es Sinn macht, dass ein zweiter Tank tauntet, bevor ihr 10 Stacks erreicht. Das Spannende an diesem Taunt und an dem Tank, der dann die neuen Debuffs hat, ist, dass er wissen muss, dass er pro Stack 10% mehr Schaden verursacht. Es kann euch also gut passieren, dass ihr mit 90% mehr Schaden, selbst mit Autoattacken, den abspottenden Tank direkt überstylt, also ist ja am besten Damage Stop angesagt. Diese Tankrota könnt ihr im Grunde bis zum Ende des Kampfes weiterfahren. Kommen wir nun zu den restlichen Damage-Klassen. Wie ich vorhin erwähnte, atmet der Boss 3-mal ein. Beim imaginären 4. Mal atmet er das gesamte Gas wieder aus. Dieser Zauber heißt Stechende Seuche und würde knapp 60k Schattenschaden an der ganzen Raid verursachen. Um nun zu verhindern, dass fast alle Spieler instant wegsterben, müssen wir uns buffen. Hier kommen nun die Gassporen ins Spiel. Diese Sporen, die aussehen wie die Sporen von Loatep in Naxxramas, werden von Festergut in der 10er auf 2 und in der 25er auf 3 Ziele gezaubert. Nun ist die Übersicht der ganzen Raid-Gruppe gefragt. Ziel ist es, dass sich eine dieser Spore in Melee-Range befindet und sich zwei dieser Sporen jeweils rechts und links in den Rage-Camps aufhalten. 12 Sekunden nach Erscheinen werden diese Sporen explodieren und hinterlassen auf euch einen Debuff, der euren Schattenschaden um 25% verringert. Es ist also enorm wichtig, dass jeder diesen Debuff mindestens 2, optimalerweise 3-mal abbekommt. Habt nun also während des Kampfes die Übersicht und nutzt am besten das Voice-Tool, wenn Sporen in einigen Bereichen doppelt auftreten, also zum Beispiel 2 in Nahkampfreichweite, sodass einer der Nahkämpfer im Zweifel rauslaufen muss zu den Range-Klassen. Der Debuff stapelt 3-mal auf euch und nach dem 3. Einatmen solltet ihr 75% verringerten Schattenwiderstand haben. Schon ist der Schaden der stechenden Seuche lange nicht mehr so schlimm. Die Stacks resetten und es geht wieder von neuem los. Während des gesamten Kampfes castet Festergut ekelhaftes Gas auf euch. Die von diesem Gas betroffenen Spieler ticken für 5k und verursachen Schaden an jedem Spieler um ihn herum. Die Kotzanimation ist ganz nett, aber ihr merkt sofort, das ist der Grund, warum ihr hier verteilt stehen sollt. Im Großen und Ganzen läuft der Kampf nun so ab, dass ihr euch mit den Sporen 3-mal bufft und dann das große Ausatmen von Festergut überleben müsst. Wenn nun die Tanks ihre Rota hinbekommen, ist der Boss im Grunde relativ einfach runtergespielt. Der Mike von For the Horde wünscht euch viel Erfolg, bleibt gesund, wir sehen uns beim Putrescite Guide wieder.